Die Angst vor der Gasrechnung. Janet Wölling aus Wuppertal kennt sie nur zu gut. 150 Euro zahlt sie im Monat fürs Gas für ihre fünfköpfige Familie. Dreimal so viel wie noch vergangenes Jahr. Deshalb hat sie schon einiges im Alltag umgestellt. Die Kinder kriegen gesagt, sie dürfen jetzt nur noch eine bestimmte Zeit duschen, weil Warmwasser kommt über das Gas. Der Verbraucher kann tatsächlich einiges im Alltag ändern. Die Gasheizung jetzt auf Sommerbetrieb stellen, dass sie nur für die Warmwasserbereitung genutzt wird. Einen Sparduschkopf anbringen und programmierbare Thermostate installieren, mit denen die Heizperiode eingestellt werden kann. Ein Fachmann könnte auch einen hydraulischen Abgleich durchführen und alle Geräte neu justieren. Im Durchschnitt können so 2 Euro Heizkosten pro Jahr und pro Quadratmeter Wohnfläche gespart werden. Bei 100 Quadratmetern sind das 200 Euro Ersparnis im Jahr. Aber auch kürzer duschen, wie es der Bundeswirtschaftsminister vorschlägt, hilft dem Geldbeutel. Die Meinungen dazu sind gespalten. Ich halte da nicht so viel von, weil ich denke, das ist ein bisschen der falsche Weg, jetzt zu sagen, wir müssen jetzt alle sparen. Wie wir noch beim Duschen sparen sollten, wissen wir nicht. Also dann geht es dann schon an die Körperhygiene. Waschen kann man sich auch ohne zu duschen. Das haben unsere Vorfahren auch schon vorgemacht. So eiskalt duschen, so macht man es und dann hält man nur 30 Sekunden aus. Sparen, wo es nur geht, ist jetzt das Motto. Nicht nur für die Familie Wölling, sonst könnte es ein kalter Winter werden.